herzlich willkommen zu einer Buchpräsentation, wo eigentlich das, was ich jetzt da mache, ein vollkommener Blödsinn ist. Im Priestental den Holzinger Didi zu erklären und zu erzählen, wer er ist, also das ist wie ein Wasser in die Donau drin oder so. Meine Damen und Herren, Jahrzehnte, wie viele Jahrzehnte weiß ich gar nicht, aber Jahrzehnte schon schreibt er in der Zeitung. Jahrzehnte ist er der Egon Erwin Kisch des Priestintals, der rasende Reporter von A nach B, von B nach C, immer die Elfe an seiner Seite und immer ganz nah am Geschehen. Er kennt Gott und die Welt, das beweist sich heute wieder. Und lieber Didi, dass es mir nach so vielen Jahren gelungen ist, dich zu einem Buchprojekt zu bewegen, das ist mir wirklich eine Freude und ein Stolz. Und heißen Sie mit mir und mit uns unseren Didi, unseren Autor willkommen. Weiters willkommen heißen darf ich unseren Herrn Bürgermeister, lieber Franz Rampler, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Und nicht gekommen. Begrüßen darf ich auch den Bürgermeister der Markgemeinde Weißenbach. Und ich glaube, es ist ein großes Zeichen der Wertschätzung, wie die, dass er extra heute zu dir gekommen ist. Danke, lieber Hans Müller. Danke. Eine große Ehre, dass heute einer unserer neuesten, unserer frischesten Autoren, das Buch ist wirklich frisch, und das sind wir abnehmen, älter als Stonehenge über die alten Monumente in Niederösterreich, der Professor Neubauer. Professor Neubauer ist nicht nur Archäologe und Urgeschichtsforscher, sondern er hat in einer wirklich sensationellen Weise, kann er Dinge visualisieren. Und wenn Sie da hineinsehen, macht das diese Dinge für die Menschen und für die Laien verständlich. Und es ist uns eine Ehre und eine Freude, dass Sie mit Ihrer Sonne heute gekommen sind. Beiden herzlich willkommen. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, wie die jetzt, stürzen wir uns ins Geschehen. Okay. Setz dich zu mir. Wir machen in einer kleinen Interviewrunde, jetzt versuchen wir mal ein bisschen den Werdegang dieses Buches zu beschreiben und zu beplaudern. Erstens einmal, es ist mir ja wirklich fast eine Genugtuung. Jahrzehnte ist er immer hinten gestanden und berichtet und uns fotografiert. Und wir waren ja vorne nervös. Und endlich einmal habe ich auch kennengelernt, dass er nervös ist. Das hat mich wirklich gefreut. Ja, lieber Didi, fangen wir mal mit dir persönlich an. Wie lang bist du schon im Journalismus? Ich kann mich auf die Dresdenthaler Rundschau erinnern. Ich kann mich erinnern auf wie ich da aus Berndorf gekommen bin, warst du schon eine Legende. Dazu ein bisschen über deinen journalistischen und beruflichen Werdegang. Ja, begonnen hat es eigentlich im Dresdenthal. Geht so? Ja. Begonnen hat es eigentlich im Dresdenthal und mit der Gründung der Dresdenthaler Presseagentur. Das war so 1977 ungefähr. Das war um den Adlerhof, ein ehemaliges Milchgeschäft, und da haben wir Dunkelkammer gehabt und haben halt da für die Rundschau, für die Niederösterreich-Nachrichten und für die Partnerzeitung, was da nicht mehr gehört, die gibt es eh noch, aber von der Nachrichten gibt es nicht mehr, und für die haben wir alle gearbeitet. Und haben meistens halt, ich habe nie aus dem Dresdenthal rausgekommen. Ich habe immer an das Dresdenthal geglaubt und so bin ich jetzt auch noch, ja, jetzt bin ich 64 geworden, noch 64 Jahre noch einmal da im Dresdenthal. Und seit ich den Buch schreibe, eigentlich kommen zu der Idee des Friedhofsgutter. Da sitzt der Andi Fussi da hinten, praktisch mein Chef bei der Neuen. Und wie Corona war, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ja praktisch nichts gemacht habe. Ich habe keine Feste gegeben, ich habe mit den Geschichten geschrieben. Und dann bin ich zum Andi gegangen und habe gesagt: Erste, was? Ich habe die Figur des Friedhofsgutter erfunden. Und die fiktive Figur, weil das erklärt hat, hat gesagt: Du, das ist gut, ich frage mal in seinem Köln noch. Die haben das dann auch genehmigt. Begonnen hat das Ganze schon im Kindergarten.
Weil, so wie es ja auch unser Vater war Landesrettungsrat und Bezirksstellenleiter in St. Veit. Und wir haben neben der Rotkreis-Dienststelle haben wir gewohnt. Und da bin ich schon als uralbe Umwelt zum Roten Kreuz und da hat es noch viel so alte ehrenamtliche Mitarbeiter gegeben. Und die haben wir nicht nur gute Sachen gelernt. Die haben so viele Plätze in der Züge, ich habe das weitergequatscht. Hab noch nicht gewusst, was eine Bildung ist, aber habe es im Kindergarten schon weiter dazu gewusst, da werden zwei Bildungen. Und auch da was weiß ich was. Und da hat mich schon die Friedhöfe geprägt. Wir sind mein Vater, damals bei jedem Verstorbenen, Rotkreuzkameraden, haben wir fast so im Boden Bezirk, weil er war Landesrettungsrat, sind wir da und haben zu aller Heiligen eine Lampe steht eine Laterne mit einem Roten Kreuz um und das Laterne und haben das angezogen. Und so bin ich, aber das ist, also, und ich mache ja jede Geschichte, was ich mache, ist ja für mich momentan das größte Abenteuer. Ich tue mich da so hineinsteigen, kann ich fast sagen, dass ich dann eigentlich eine längere Zeit brauche, bis ich da wieder rauskomme. Darum habe ich auch den Faible gehabt, wenn ich das Buch geschrieben habe, dass ich überall über die Grabstätten, was ich geschrieben habe, bin ich nachher noch hingefahren und habe mich verabschiedet. Hab gedankt bei dem Grab für die gute Geschichte. Und ja, habe mich dort verabschiedet. Das war dann leider bei der Silberprinzessin in Baden nicht nur möglich, weil war auch der Günther Neubauer mit. Weil wenn wir dann hingekommen sind, 2023, also heuer im Sommer, war der Grabstein eigentlich, war der Grabstein weg, leider. Die Silberprinzessin war die Muse von Hans Makart und war dann die Fürstin von und zu Liechtenstein. Schade, dass man sowas wegkriegt, aber es ist passiert. Wir sind da im Triestental und es ist der Bürgermeister von Weißenbach da und es ist der Bürgermeister von Berndorf da. Und aus leider nicht sehr schönen persönlichen Anlass komme ich jetzt öfters am Friedhof in Weißenbach. Und der Friedhof von Weißenbach ist wirklich ein außerordentlicher Friedhof. Das ist, also ich kenne wenige Friedhöfe, nicht einmal in der Stadt drin, die so eine Anlage und so eine Besonderheit haben wie der Weißenbacher Friedhof, oder? Ja, der Weißenbacher Friedhof ist einer der schönsten Friedhöfe und die jüdischen Erfolge für den Christentag, das muss man sagen. Der Waldfriedhof in Berndorf ist eigentlich auch wunderschön, aber der Weißenbacher, der hat so viel Geschichte, für die könnte man eh ganz gut schreiben. Und zum Beispiel haben wir eh drinnen in Mümmler einen Taubstuhl und Sand in Disteln. Und da sitzt eh der Helmut Hemmel. Das ist eigentlich ein Nachkomme, der was dafür, muss ich mich bedanken, weil der hat mir viel bei den Recherchen geholfen. Von Heimatmuseum von Weißenbach, sieht eh, wo sitzt der gerade? Ja. Und ja, also da gibt es aber so viele Sachen. Ich muss mich auch beim Bürgermeister von Weißenbach bedanken, weil der hat ein Grab mit mir gerettet, was auflassen worden ist. Da ist gegangen um einen Jungen, der was in den 90er Jahren am Neuhauser Teich, das war ein Flüchtlingskind, ist der am Neuhauser Teich ertrunken. Also da war Eislaufen dort und ist im Winter eingebrochen und ist ertrunken. Und ich habe dann mit dem Bürgermeister, mit Hans Mittel, geredet und der hat gesagt, gut, das geht, nein, dann lass man, gut, dass du das sagst, das geht, wird nicht aufgeschlossen. Das ist ein ganz ein kleines Grab, wo nur ein paar Matchbox-Auto dort stehen, die Eltern sind weiter gezogen dann nach Amerika. Und das Grab ist aber jetzt für die nächsten, mindestens für die nächsten 10 Jahre, ist das wieder gerettet. Danke, Hans Mittel, du sitzt da. Erzähl uns die interessantesten und ich kann es Ihnen wirklich empfehlen. Wir waren mit einer Fotografierung, der Didi ist mit mir eine Runde durch den Berndorfer Friedhof gegangen. Es ist echt der Hammer, wenn man ein bisschen dahinter schaut, nicht die plakativsten Grabsteine, sondern die, wo schon eine verkommen sind. Erzähl mir so ein bisschen das aus deiner Sicht die Besonderheiten des Berndorfer Friedhofs. Ja, es ist die Besonderheiten. Es gibt auf jedem Friedhof Besonderheiten. Es gibt keinen Friedhof, und wenn der Friedhof nur so klar ist oder der Grabstein nur so unschön, bei jeder Grabstein, jeder Friedhof hat seine eigene Geschichte. Das sind alles Geschichtsbücher. Darum ist man immer so laut, wenn Grabstätten aufgelassen werden. Das ist für mich, ehrlich gesagt, ein Drama, weil aus den Augen, aus dem Sinn weg. Und wir haben zum Beispiel, vielleicht kann ich da gleich aufs Kapitel 20 kommen, da geht es um den Franz Frömmel. Der Franz Frömmel ist am Weihnachtstag
1930 kaltblütig ermordet worden. Das war in der Nähe von Berndorfer Friedhof, in einem Waldstück beim Schwarzen Kreuz. Das war ein Fischhändler von Bad Vöslau. Der war da, wo man dort sitzt, im Kieslinger Platz, hat einen Fischkiosk gehabt und hat am 24. Weihnachtsabend noch seine Fische verkauft. Dann ist er heimgefahren mit einem Pferdegespann. Das Pferd hat keine braune Kassen. Mich würde jetzt nicht interessieren, aber das haben wir recherchiert. Und mit dem Pferd ist er mit einem Helfer ist er nach Hause gefahren, beim Friedhof vorbei. Es war schon finster, war sehr neblig, Schneetreiben. Und beim Schwarzen Kreuz haben sie dann Räuber ihn abgepasst und haben ihn mit drei Schüssen niedergestreckt und niedergeschlagen. Der ist dann dort war natürlich im Schnee, ist dann dort verendet. Und der Harald Sorger sitzt nicht da hinten irgendwo. Der Harald Sorger sagt mir dann, ruft mich an und sagt, du, ich weiß eine Geschichte, da ist ein Ermordeter, ein Berndorfer Friedhof, ein Ermordeter begraben. So viel, wer ist das? Sagt der Franz Frömmel, da haben sie nie den Mord aufgeklärt. Ich habe nämlich gewusst, die Geschichte hat uns einmal unser Vater erzählt, aber dass der Franz Frömmel heißt, das habe ich nicht gewusst, und dass das Grab noch existiert, habe ich nicht gewusst. Naja, gesagt, getan. Dann bin ich auf die Grabstätte hin, tatsächlich, kann man fast nicht mehr lesen, du warst eh nicht da, kann man fast nicht mehr lesen, und da steht oben durch Mörderhand getötet. Und da bin ich ganz traurig. Und da möchte ich mich jetzt auch, da sind wir beim nächsten Bürgermeister, da möchte ich mich beim Franz Rundner bedanken. Das Grab ist nämlich auch aufgelassen und ich habe heute mit ihm telefoniert und das Grab bleibt erhalten. Was wir sehen, werdet ihr bald sein. Ob zum Himmel hoch hinaufragend, ob verfallen oder umgestürzt, ob heimgefallen, vernichtet, aufgelöst, jeder Grabstein, jede Leichengrube, jede Gruft verkündet eine Botschaft, eine Kunde. Die in Porzellan gebrannten Bildnisse erscheinen stumm und trotzdem etwas sagen. In Erinnerung eines irdischen Augenblicks. Ob hochwürdige Herren, ob Bergknappen oder Bergkameraden, ob Gast oder Hüttenwirt, Fürst, Bauer, Knecht, Dirn, Kind oder Greis. Ihre Gebeine alle vereint, ohne Gram und Pein, im Leichenhof zu feiern. Mit diesen Worten des Autors Edi darf ich Sie auch heute kurz begrüßen. Auch diese Worte sind in diesem Buch zu finden, das ich vor einiger Zeit zu Ansicht bekommen habe und wo ich gebeten wurde, einige Auszüge daraus zu lesen, um es Ihnen schmackhaft zu machen. Neben meiner Familie, der Tätigkeit in der Pfarre bin ich nämlich auch mit 40 Stunden als Bestatter unterwegs. Und so traf es sich, dass der Friedhofsgucker mich am Friedhof erguckt hat und gefragt hat, ob ich denn nicht meine Stimme leihen könnte, um euch aus diesem Buch etwas zu Gehör zu bringen. Und das will ich machen. Ich hatte eigentlich vor, das ganze Buch zu lesen, vor euch, aber nachdem die Einleitung schon so lange gebraucht hat, werde ich mich jetzt auf einige Passagen beschränken. Da gibt es einige interessante Geschichten darin. Zum Beispiel die erste vom Graf von Wimpfen. Wer kennt ihn nicht? Simon von Wimpfen, geboren in Bad Vöslau. In ein reiches Elternhaus, ein altes, adeliges Familiengeschlecht, die dann Pfarrerfeld groß gemacht, ausgebaut haben und ihren Lebensmittelpunkt gefasst haben. Dieser Graf Simon von Wimpfen war zeitlebens auch ein Lebensmensch, ein damaliger Dandy in dieser Belle Epoque, kurz vor Ende der Monarchie. Und da sind Geschichten von ihm drinnen, wo es zum Beispiel heißt,
der lebenshungrige Dandy. Wien am Hohen Markt Markt. Einer der Hauptwohnsitze der gräflichen Familie Wendt von Siena, das war das prunkvolle Palais Siena. In der Kaiserstadt kannte man Simon Wendt als lebenshungrigen, liebenswerten Dandy mit extravaganter Bekleidung. Die Zeit in Wien in der ausgehenden 1880er Jahre, die verbrachte er meist auf der Rennbahn, in Joggingclubs oder mit anderswertigen Belustigungen mit der feinen Gesellschaft. Auch der Hang zur Geschwindigkeit durchzuckte immer wieder sein Wesen. Rasend durchwegte mit seinem Pferdegespann immer wieder die Praterallee, was ihm eine Vielzahl von Strafmandaten einbrachte. Die Wiener konnten es kaum glauben, als sie erfuhren, welche wundersame Verwandlung sich bei Graf Simon Wimpfen abspielte, sobald er die Kaiserstadt verließ und in der Anderswelt Neuhaus ankam. Hier, im Wienerwald, wurde zum Arbeitstier, zum Macher seines Kurortes. Und was er denn alles gebaut hat, was er da bewirkt hat, doch dann, nach einer kurzen Zeit, der Zusammenbruch der Monarchie, das Ende einer Ära, eine Entzauberung. Und so, Anfang der 20er Jahre, verließ der Reichsgraf Simon Wimpfen seine selbst erschaffene, so geliebte Märchenwelt und kehrte nie wieder zurück. Der einstige Lebemann Simon Wimpfen verstarb am Karsamstag, dem 11. April 1925, in seinem Palais Siena in Wien, schwer zu verkranken. Er wurde im Familienmausoleum am 14. April 1925 am Hitzinger Friedhof, Gruppe 19, Nummer 157, beigesetzt. Und ein Ausspruch von ihm, der sagt viel. Sollten die Leute auch noch über mich schimpfen, ich bin und bleib doch der Graf von Wimpfen. Und so ist auch in ihrem Leben. Vom blauen Blut zur roten Elke. Nach einigen Geschichten, die sie durchmachen musste, einer falschen Liebe, da hörte sie die Signale. Völker hörte die Signale. Und auch die Kaiserenkelin vernahm sie. Seit 1919 sympathisierte sie mit der SDAP. Sie verteilte rote Papierhilfen, unterstützte die Kinderfreunde, sorgte sich um die Arbeiterfamilien und spendete das Obst aus ihrem riesigen Garten. Bei der SPÖ-Wiederversammlung in Leobersdorf 1921, da lernte diese Erzherzogin, Erschi genannt, ihre dritte und letzte große Liebe kennen, den Schutzbundkommandanten Leopold Petznik. Und es funkte sofort bis zum Tod und darüber hinaus. 1929 verkaufte die Rote Erzherzogin das geschichtsträchtige Schloss Schönau und erwarb ein Palais in der Linzerstraße in Wien. Laut Meldezettel vom 29. Dezember 1929 waren Elisabeth Windisch-Grätz und Leopold Petznik hier gemeldet. Am 4. Mai, da heirateten die beiden. 7 Jahre später, nach dem Tod ihres Mannes, erfolgte die nächste Aufbahrung in Berlin, Windisch-Grätz-Petznik. Es war Erschi, Elisabeth, die Enkelin des Kaisers, Erzherzogin von Österreich, Fürstin Windisch-Grätz, Genossin Petznik. Sie verstarb am 26. März
1963. Das Grab ohne Namen, eine Gruft mit einem grauen Steinkreuz, befindet sich im Hütteldorfer Friedhof. Außer der Kaiserenkelin sind ihr Gatte Leopold Petznek sowie die Söhne dort beerdigt. In dieser kargen, betonierten Grabstätte. Nur wenige Besucher wissen, welche geschichtsträchtigen Gebeine in diesen Särgen liegen. Auch so kann es gehen. Bereits angesprochen wurde der Fall von Franz Gröbel. Durch Mörderhand getötet. In den frühen Morgenstunden schimmerte schon das Licht durch die feisten Fensterscheiben der Wohnung. Die Tiere wurden mit einer Sonderration verwöhnt. Es war ja bald Weihnachten. Bei die Fuß im Licht vernahmen die Frömmels, da nahmen sie ihr Frühstück ein. Alles schien friedlich, ja schon feierlich, obwohl sie heute noch ein schwerer Arbeitstag erwartete. Der Marktwagen wurde mit Wildbräten und Fischspezialitäten beladen. Der Braune wurde eingespannt. Mit Johann Reusser und Kutschbock ging es nun in den morgendlichen Stunden über Geinfern, Großau, vorbei bei der Bärensäule und dem Schwarzen Kreuz. Der Braune wieherte, als sie beim ehrwürdigen Berndorfer Gottesacker vorbeifuhren. Als ahnte der alte Gaul schon das Unheil, das aus seinen Herren ein paar Stunden später zukommen würde. Bald waren sie nun am Marktplatz in der Kruppstadt angekommen und es herrschte schon reges Treiben. Die Berndorfer Gesellschaft des Jahres 1930 kaufte gern bei Fröbel, denn er war vertrauenswürdig und machte seinen Kunden immer einen guten Preis. Gegenseitig wurden Glückwünsche ausgetauscht und eine gesegnete Weihnacht verkündet. Franz, der Fischhändler, er war dabei. Nun wurde es Abend. Es dämmerte in die Christnacht. Die Marienkirche mit ihren bunten Glasfenstern leuchtete hinein in die idyllische Stadt an der Dresdin. Frömmel und sein Begleiter rannten um den Marktplatz. Die Tageslosung mit 1700 Schilling, das erfreute den Händler. Heute wären das etwas über 7000 Euro. Es hatte sich ausgezahlt, in Berndorf seine Ware freizugeben. Der Braune wurde nun wieder angespannt, höher, und ab ging es nach Hause. In Gedanken war Franz Röbel schon bei der Weihnachtsbescherung im eigenen wohligen Heim. Das Geschenk für seine Frau hatte im Hause gut versteckt. Es sollte eine Überraschung sein. Was Vicky wohl schenken würde? Sicherlich wieder etwas ganz Persönliches, philosophierte Franz vor sich hin. Das Gespann fuhr nun beim Waldfriedhof vorbei. Hunderte Kerzen leuchteten in die noch friedliche Nacht. Die Bäume knisterten durch die Eiseskälte. Nichts ahnend erreichten sie bald den Schicksalsort, den Mordplatz. Hinter dem schwarzen Kreuz mit dem Herrgott lauerten die vermummten Spießgesellen. Es war ca. 18 Uhr. Der Zeuge der Mordraunacht war Karl Schöffberger. Er war ein strammer Mitfünfziger, wohnte in Verzau, nahm am Nachmittag des 24. Dezember 1930 Abschied von seiner in Baden lebenden Schwester Rosa. Er hatte sich verplaudert, musste sich nun sputen, dass er nach Hause kam. War es doch ein Fußmarsch von ca. 3 Stunden. Auf Schusters Ratten ging Karl Schöffberger nun zurück nach Hause. In Großau wurde es dann auch schon dunkel. Jetzt kam der lange Marsch durch den finsteren Wald.
Und das in der ersten der 12 Rauhnächte. Karl, der gerne Gruselgeschichten erzählte und manchmal dann auch selbst daran glaubte, schauderte es ziemlich, als er bei der Bärensalle vorbeikam. Er glaubte im angrenzenden Totenkopfwald die wilde Jagd mit schrillen Schreien zu vernehmen. Mit schnellem Schritt näherte sich nun im Schwarzen Kreuz. Da zeigten sich schemenhafte Gestalten, Silhouetten im diffusen Licht des Winterwaldes. Karl huschte im Wald. Er hörte Schüsse. So, das war's eigentlich. Es ist in diesem Buch nachzulesen. In diesem Sinne, werte Trauergemeinde, im Namen des Autors und des Verlegers danke ich für Ihre Teilnahme.